SRF 1. SRF 1. A point. Also ich sage dem wunderbaren Gericht einfach Hähdöpfelstock, aber ein bisschen nobler geht es jetzt um ein Hähdöpfelpüree. Wenn man von einem richtig guten Hähdöpfelpüree redet, dann taucht ein Name mit Garantie auf, den vom französischen Spitzenkoch Joël Robuchon. Sein Hähdöpfelpüree ist und bleibt über seinen Tod heraus legendär, mit legendär viel Anke drin. Ihr seht es auch im Rezept online über srf1.ch. 250 Gramm Butter auf 1 Kilo Hähdöpfel. Schon noch viel, oder? Das findet auch die SRF1 Food-Redaktorin Maya Brunner. Ja, nicht nur ein bisschen viel, sondern wahnsinnig viel Butter. Also Butter und Hähdöpfel im Verhältnis 1:4. Aber das Püree soll dann auch wirklich wahnsinnig gut gewesen sein. Ich selber habe leider nie Gelegenheit gehabt, das beim Joël Robuchon zu essen, seinen Hähdöpfelstock. Aber ich habe es gehört von Leuten, die bei ihm gegessen haben. Und ja, kann man sich eigentlich auch vorstellen, so ein Butteriges Püree, butteriges Hähdöpfelpüree, das ist sicher sehr gut. Sozusagen ein Praline aus Hähdöpfeln. Und jetzt aber vom gesundheitlichen Aspekt her gesehen, vielleicht nicht ein Püree für Alltag. Nein, klar nicht. Macht man ja dann auch nicht jeden Tag. Aber einmal im Jahr, so zu einer speziellen Gelegenheit, darf es das sicher sein. Und so eine spezielle Gelegenheit, habe ich jetzt gefunden, ist sicher unsere Butterwoche hier bei Apoin. In der kulinarischen Rubrik ist es diese Woche ja jeden Tag um Butter gegangen. Alles zu hören und zu lesen über srf1.ch. Genau, und eben darum, weil es die ganze Woche um Butter gegangen ist, habe ich gedacht, das ist der Moment für Joël Robuchon, sein butteriges Hähdöpfelpüree. Gut, dann lassen wir los, Maya Brunner. Ein Kilo Hähdöpfel waschen und das ist der erste Tipp vom Spitzenkoch, ungeschält im Salzwasser sanft weich kochen. Ungeschält und nicht so, wie ich das zum Beispiel auch mache. Ich tue die Hähdöpfel oder habe das immer so gemacht, dass ich es vorher schäle und mache es jetzt aber auch ungeschält und ja, ich finde, es gibt einen guten Hähdöpfelstock damit. Und nochmal etwas macht Robuchon anders. Er nimmt keine weichkochende Hähdöpfel, also Agria oder Pintje, so wie ich das mache. Er nimmt die speckige, festkochende Hähdöpfelsorte Larette. Und wenn ich den derigen mal sehe, auf dem Meer oder so, dann wollte ich das auch mal probieren. Und dann, wenn sie gar sind, die Hähdöpfel, die heiss schälen und auch noch heiss oder möglichst warm durchs Passwit lassen, mit den Scheiben, mit den ganz kleinen Löchchen. Und wichtig beim Hähdöpfelpüree machen, nicht mixen. Nein, mixen, das sollte man gar nicht machen. Das wird beim Hähdöpfelstock, der kommt so nicht gut. Der wird so ein bisschen klebrig und käsig, leimig, so nicht gut. Das wollen wir nicht. Und dann nach dem Pürieren? Dann tut man die Hähdöpfelmasse 4 bis 5 Minuten auf kleinem Feuer mit einem Holzlöffel kräftig rühren, damit möglichst viel Feuchte rausgeht. Dann Milch aufkochen und die mal einfach so heiß parat halten. Aber zuerst kommen dann noch die eiskalten Buttermöckli zum Püree. Kräftig drunter ziehen, kräftig einrühren. Und auch da spannend, Robuchon, der nimmt nicht nur normale Butter, sondern 250 Gramm Salzbutter. Und wenn der Anken eingerührt ist, dann kommt auch noch Nadis nach, dann die heiße Milch dazu. Auch da immer schön rühren, bis Püree so schön hellfluffig und gleichzeitig cremig ist. Und Robuchon hat dann ganz am Schluss, zieht er sein Püree dann noch durchs ganz feine Konditorsieb, damit es dann wirklich ganz, ganz fein wird und kein kleines Möckchen mehr drin hat. Kann man weglassen, finde ich. Das Püree, so gemacht, mit so viel Butter, ist auf jeden Fall grossartig. Einmal im Jahr sollte man sich das gönnen und ich würde mich auch überreden, das regelmässiger zu machen. Das Hähdöpfelpüree nach dem Joël Robuchon mit extrem viel Anke. Das Rezept dazu findet ihr online über srf1.ch unter Apoin. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.